Hallo Kinder, heute möchte ich euch etwas erzählen darüber, wie der Klassenraum ausgesehen hat, in dem die Kinder in den 30er, 40er Jahren, aber auch in den 50er Jahren noch bei uns unterrichtet wurden. Es waren sehr viel mehr Kinder bei uns an der Schule und in den Klassenräumen drängten sich die Kinder. Viele Klassen hatten 50 Kinder oder mehr und wir können uns kaum vorstellen, wie 750 Schüler in unser Schulgebäude hineingepasst haben. Aber das war so. Manchmal in bestimmten Notzeiten, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, hatte man noch nicht einmal für jedes Kind einen Platz zum Sitzen. Damit so viele Kinder überhaupt in einen Klassenraum reinpassten, hatte jedes Kind nicht einen Stuhl, wie ihr es jetzt habt, und es gab auch keinen Tisch für zwei Kinder, sondern man saß an Schulbänken. Und so sah eine alte Schulbank aus. Ihr seht hier vorne, das ist der eigentliche Tisch, das Pult, wenn man so will. Und hier drauf haben die Kinder geschrieben. Meistens hat man hier die Tafel drauf abgelegt, die Schiefertafel. Manchmal wurde dann auch auf Papier mit dem Füllfederhalter, mit dem Füller geschrieben. Und dafür gab es hier eine kleine Aussparung für ein Tintenfässchen, wo man immer die Feder hineintunken konnte. Hier unten waren die Füße, die man dort abstellen musste. Und auf dieser Bank hat man gesessen. In der Regel zu zweit nebeneinander und dann gab es viele Bänke hintereinander, so eine und dann schloss ich gleich wieder das nächste Pult an und der nächste Sitzgelegenheit, das nächste Pult, die nächste Sitzgelegenheit und so weiter. Das sah ungefähr so aus wie auf diesem Bild. Das ist ein Klassenraum ungefähr Anfang der 50er Jahre. Viele, viele, viele Kinder und ihr seht auch an den Wänden haben keine bunte Bilder gehangen, Dinge, die die Kinder gemalt haben oder auch keine Plakate, weil Papier war sehr teuer und kostbar und die Kinder sollten auch vorne zur Tafel gucken und es wurde fast alles gleichzeitig mit den Kindern gemacht. Es war wichtig und das wurde eingeübt, dass die Kinder möglichst gerade sitzen und hier seht ihr das. So sollte ein Kind dann in der Schulbank sitzen und schreiben, die Füße unten auf das Bänkchen gestellt und oben die Ablagefläche und das Schreibpult sozusagen für das Kind. Hier ist nur ein einziges Kind abgebildet, aber wenn es eng wurde und es waren viele Kinder in einer Klasse, dann konnte es schon mal sein, dass auf solch einer Zweierbank auch schon mal drei Kinder gesessen haben. Ihr könnt euch das vielleicht hier sogar ein klein bisschen besser vorstellen. Hier sieht man nämlich, wenn man da drauf guckte, dort ist der Platz für die Tafel gewesen zum Schreiben. Und hier vorne, da ist der Griffelkasten. In dem Griffelkasten waren eben die Griffel und die Feder untergebracht, die Schreibfeder. Und manchmal hier unten drunter konnte man, wenn man das etwas hochklappte, sein Rechenheft oder seine Lesefibel ablegen. Und hier auf solchen Bänken haben die Kinder eben dann gesessen. Hier sieht das noch schön nach viel Platz aus, so als ob hier ein Kind ganz bequem einen großen Schreibtisch hatte. Aber so war das nicht. Hier haben mindestens zwei Kinder nebeneinander gesessen. Ihr seht, es war ziemlich eng. Und die Kinder mussten alle geradeaus vorne zu ihrem Lehrer gucken. Und wenn sie sich melden wollten, dann nahmen die Kinder so ihren Finger in die Hand. Da wurde nicht zwischendurch mit dem Arm gefuchtelt, sondern man stützte sich auf der Schulbank ab und hat den Finger nach oben gezeigt. Und der erhobene Zeigefinger zeigte, ich möchte etwas sagen, aber es war strengstens verboten, dass man, bevor der Lehrer einen aufrief, etwas gesagt hat. Erst wenn der Lehrer sagte, Peter, dann durfte dieses Kind, was sich so gemeldet hatte,
etwas sagen. Und in der Regel stand man dafür auch auf. Man stand kurz neben der Tafel, neben der Schulbank hier. Man stellte sich also hier neben, geradeaus hin, und dann antwortete man dem Lehrer. Und wenn man die Frage beantwortet hatte, setzte man sich wieder an seine Schulbank. Ihr seht, völlig anderes Lernen in den 30er, 40er und 50er Jahren, aber eure Großeltern und Urgroßeltern können euch davon noch erzählen. Das war's fürs heute. Tschüss.